Wir sind mal wieder im Auto auf dem Weg zur Kursproduktion und heute heißt es Abend-Yoga, beziehungsweise haben wir eine Location gefunden, wo der schöne große La Quinta-Berg im Hintergrund ist und ein bisschen weiter hat man einen richtig schönen großen weiten Überblick über das Hinterland, wo wir hoffentlich einen tollen Sonnenuntergang heute erleben werden und dort soll eine Yoga-Nidra-Stunde stattfinden. Drückt uns die Daumen, dass wir auch einen schönen Sonnenuntergang haben und dass wir es so produzieren können, wie wir wollen. Wir mussten jetzt gar nicht lange fahren. Hinter mir seht ihr den schönen großen La Concha und auch in diesem Hinterland, da hinter diesen Hügeln, sieht man jetzt nicht von hier, da werden wir gleich filmen. Wir haben unseren Ort erreicht. Ihr seht im Hintergrund La Concha, diesen großen Berg, den wir übrigens übermorgen oder jedenfalls nächste Woche werden wir diesen Berg hier ersteigen. Ich freue mich schon drauf, wird bestimmt ein Abenteuer. Hier habt ihr noch ein paar schöne Olivenbäume und ja, so ein bisschen Hinterland. Wird schön. Und danach kommt dann ein Vinyasa, gefolgt von Balasana. Alle kleinen Arbeiter der Kameras haben wir hier. Da drüben steht noch eine. Und Nicole muss die Übungen machen. Ein Video für den Kurs und ein Video für YouTube ist im Kasten. Wir sind am Zusammenräumen. Was ihr seht, der Himmel ist irgendwie jetzt ein bisschen zugezogen. Wir müssen jetzt mal den Berg hochlaufen und mal schauen, ob der Himmel das hergibt, so wie ich mir das für diese letzte Aufnahme vorgestellt habe. Aber das sehen wir von hier leider nicht. Jetzt müssen wir erstmal den Berg hochlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so hier sehen könnt. Das hier wird unsere Location für das Yoga Nidra Video und oder auch ein YouTube Video. Mal schauen, wie sich das Lichtspiel da hinten noch verändert. Ich finde es passend, ich finde es okay für das, was ich vorhabe. Und wenn nicht, kann man es ja auch nochmal machen. Jetzt wird aufgebaut und das letzte oder die letzten Videos für heute gedreht. Wir sind fertig mit dem Dreh und ja, wie Sonnenuntergänge immer so sind, es wird von Minute zu Minute schöner und schöner. Schaut euch einmal diesen Blick hier an. Einfach schön. Ich glaube, wir haben hier ein tolles Set gefunden für diese Yoga-Einheit und ich freue mich drauf, das Ergebnis zu sehen.